Scheiße. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, sagt man bei uns. In meinem Fall muss man halt mehr kämpfen. Was man nicht im Kopf hat, muss man bekämpfen. So in etwa. Hallo. Gegner anschauen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Das ist ein Geheimtipp. Aua. Das Ding hat mich gerammt. Schaut mich doof an, weil es mir irgendwas an den Kopf geschmissen hat. Nein. Böse. Böse Kiste. Böse Kiste. Du sollst lieb sein. Du sollst nur Sachen drin haben, bis ich sie raushol. Nicht mir entgegenwerfen. Das ist unfair. So, noch einmal. Aber weiter reicht mein Gedächtnis dann jetzt nicht, also meine Vorstellungskraft. Autsch. Och, super, danke, ein LP-Weniger. Ach, ich hab gehofft, ich komme noch ohne aus. Naja, ich gehe eh gleich wieder zum Speicherpunkt, so wie es jetzt hier aussieht. Dann werde ich eh geheilt. Dann ist das okay. Na, tot. Krieg ich was? Oh, 50 Gems, naja. So, hier ist wieder der Sternenstein. Ja, ich nehme den Sternenstein mit. Nur was bringt's mir? Die Tür knallt zu. Machen kann ich nichts damit. Warum kann ich den jetzt einfach mit dem Zepter kopieren? Einfach eine Kopie davon speichern und dann gehen. Verstehe ich nicht. Nö, dann gehen wir zurück zum Speicher. Ach ja, stell's doch ab. Zurück zum Speicherpunkt und ja. Wenn ich dann jetzt nicht zufällig dort was finde und eine tolle Idee habe, war's das, denke ich, auch für den Moment. So, hier ist eine leere Kiste, es macht auch viel Sinn. Hier rennt der Typ rum, der stört nur. Dankeschön, dass ich dich jetzt bekämpfen muss. Auf Teufel, komm raus. Au. Arschloch. Arschloch. Sag ich. Schieß bitte gerade mal. Ja, sehr schön. Du könntest mal aus dem Eck rauskommen. Sehr schön. Vorbeigeschossen sogar. Schon wieder vorbei. Getroffen. Bringt dir nur nichts. Okay, also wenn ich einen bestimmten Abstand habe, schießen sie nur noch anscheinend. Hopp, hopp, hopp. Schieß. Hehe, reingefallen. Und... gut. Also heilen wir uns wieder am Speicherpunkt voll. Vielleicht ist es jetzt auch falsch. Vielleicht bräuchte ich irgendwelche anderen Edelsteine von oben und deshalb steht der Fluchtkristall hier. Vielleicht muss ich wieder zum Eingang. Es könnte auch sein, dass ich oben doch noch irgendwo eine wichtige Kiste übersehen habe, wo ich einen Edelstein hätte müssen mitnehmen, den ich dann als Ersatz dort auf dem Podest aufstellen könnte oder so. Oder schmeißt mich hier raus, oder? Wie macht's das Ding? Oh, nee, komplett draußen. Huh. Hey, wo ist Asia? Vielleicht ist sie zurück nach Erlem gegangen. Sie ist ein... wieso? Oh Gott, wie übersetze ich das? Ja, einfach, sie ist schon ganz befähigt. Sie kommt schon klar. Ach, die wird schon in Ordnung sein. Lass uns wahllos finden. Also, sie ist entführt worden. Schon verstanden. Nee, nach Erlem will ich... zu Erlem, nach Erlem, wie immer man sagt, will ich jetzt nicht. Hier ist das Kraftfeld im Weg. Nö. Hm. Okay, vielleicht will ich doch nach zu, wie auch immer, Erlem zurück. Dann kann ich nämlich in die Stadt und kann Mana-Tränke kaufen. Ja, zurück zu nach Erlem machen gehen tun. Nicht zum Kilia schreiben, sondern nach Arona und dort viel, viel, viel Zeug kaufen. Ich habe ja genug Gems gefunden, hoffe ich doch. Welches Geschäft war denn das jetzt noch? Das hier war der Waffenladen. Der war ja nur mit der Axt. Ich glaube, hier oben das mit dem Riesenschild und so. Ja, genau. Ja, kaufen. Bla, 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 bla. Kaufen. So, was stellt MP wieder her? Ein Trank, der von einem Magier hergestellt wurde. Erhöht MP um 180. Der High. Die High Potion. Der High Trank halt.
Ne, der kleine reicht dann. Kostet auch nur 100, das geht. Der wird dann wohl auch Mana wiederherstellen. So, das reicht doch mal. Ja, den auch noch. Okay. Dann gehen wir. Jetzt dürfte ich mal genug Mana haben für die nächste Zeit, hoffentlich. Arcia ist, weiß der Henker wo. Und ich gehe davon aus, ich brauche aus dem oberen Teil der Ruinen noch... Aus dem oberen Teil der Ruinen noch irgendeinen Stein oder sowas. Geh doch wieder raus, bitte. Ja. Zwischen. If you continue. Da fehlt ein Leerzeichen. War das eben auch so? Fällt mir jetzt erst auf. Okay. So, hier zum Kilia-Schrein. Und da drin speichern wir wieder. Nächstes Mal schauen wir uns da drin wieder um. Allerdings... plötzlich beginnt das Zepter zu glühen. Verlob! Das Zepter hat den geheiligten Stein wiederhergestellt. Ah ja, den da rechts. Okay, und nun? Hallo? Och! Och, ist ja cool. Da kommt eine Treppe hochgefahren. Eine Abkürzung. Ist ja lustig. Also ja, ich gehe wirklich davon aus, hier muss ich doch noch irgendwas machen. Wusch. Oh ja, als die Treppe erschien, ist der geheiligte Stein, der vom Zepter geschaffen wurde, verschwunden. Der da drüben. Interessant. Also gehen wir den Weg dort nach Osten wieder ab und schauen, ob wir noch... Dort waren doch noch irgendwie so leere Podeste, wo noch Steine gefehlt haben. Dann schauen wir mal, was dort noch alles passiert, wenn wir die auch wiederherstellen. Beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Grand Stream Saga auf Englisch und blind. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.